Oh, auf der Arbeit war es ziemlich anstrengend. Aber hey, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und Freunde, ich war jetzt lange genug arbeiten. Jetzt langsam vermisse ich Lami schon ein bisschen, muss ich sagen. Deswegen bin ich wirklich froh, dass ich jetzt zu Hause bin. Und ich habe mit Lami lange nichts mehr gespielt. Vielleicht hätte er ja Lust, ein bisschen mit mir Verstecken zu spielen oder so. Das haben wir wirklich lang nicht mehr gemacht. Und das wäre ziemlich cool, muss ich sagen. Lami, bist du zu Hause? Wer ist da? Wer soll denn hier sein? Hier ist Emily. Ach so, die Tür ist offen. Lami, warte mal. Was machst du denn da nackt mit einer Colaflasche auf dem Teppich? Warte mal, was? Auf dem Teppich? Ist doch alles gut. Aber warum bist du überhaupt nackt? Warum ich nackt bin, das weiß ich selber nicht. Warum bin ich nackt, Emily? Das weiß ich doch nicht. Ich war arbeiten im Gegensatz zu dir. Was? Du warst arbeiten? Oh, Ja, stimmt ganz ja. genau. Ich habe ein bisschen im Laden ausgeholfen. Aber Lami, ich hab dich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Was? Wie süß ist das denn? Name Ja, zum aber Schmatzer. warte mal, wo ich dich hier liegen habe sehen. Ich weiß nicht, du bist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich bin komisch? Ich bin doch nicht komisch. Ich esse jetzt ein paar Baguettes. Oh nein, Lami, du bist total normal. Aber hättest du vielleicht Lust, mit mir ein bisschen was zu spielen? Zu spielen? Warte mal, das ist das erste Mal, dass du nicht vorschlägst, dass wir was essen. Du willst was spielen? Also essen können wir natürlich auch, aber ich hätte Lust, lieber mit dir etwas zu spielen, ein bisschen Spaß zu haben. Wow, wir haben lange nichts mehr gespielt. Na gut, erstmal eine Cola für dich, Emily. Oh, danke schön, Lami. So, nach der Stärkung jetzt, worauf hättest du denn Lust? Also, wir könnten so andere Sachen machen, wie ich schminke dich oder Warte ich mal, ziehe was? dich um oder sowas. Das wäre ziemlich lustig für mich, finde ich. Du willst mich schminken? Das will doch niemand sehen. Was? Du würdest richtig schön aussehen. Du hast doch so schöne Wimpern, Lami. Und wow, also hättest du da Lust drauf oder was willst du spielen? Das musst du deine Zuschauer fragen. Meine Zuschauer? Okay. Freunde, wenn ihr Lust hättet, dass ich Lami mal schminke und ihn so richtig cool anziehe, dann schreibt es doch unbedingt in die Kommentare. Das würde mich echt freuen und das wäre doch total lustig, oder findest du nicht? Lustig? Das wäre extremst peinlich. Ich bin doch kein Mädchen. Oh, aber ich kann dich gerne zu einem Mädchen machen. Na gut, wenn du das so unbedingt willst und wenn die Zuschauer das wollen, warum denn nicht? Oh, darauf freue ich mich schon. So, aber was sollen wir denn jetzt überhaupt spielen? Ich weiß nicht, wir können ja Versteckenfang spielen. Oh, Versteckenfang finde ich ziemlich gut. Aber wir machen es ein bisschen schwieriger, okay? Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen ein bisschen schwieriger und zwar müssen wir uns dann anschießen. Nein, das... Aua, Lami! Nein? Oh. Außerdem kann ich dich nicht anschießen, weil du nackt bist. Das würde ja total Ach wehtun. Quatsch, meine Muskeln sind aus Stahl. Welche Muskeln meinst du denn? Okay, Lami, aber ich habe noch eine andere Idee. Oh, hey, vorsichtig. Ja, aber was ist denn deine Idee? Was ist, wenn wir einfach hier im Haus spielen, beziehungsweise um das Haus herum, auch im Garten und so. Wie findest du die Idee? Okay, das heißt, wir haben so eine kleine Zone, wo wir uns verstecken dürfen. Einverstanden, Emily. Okay, das wird eine richtige Challenge und ich bin gespannt, ob du das gegen mich schaffen wirst. Natürlich schaffe ich das. Okay, wer fängt zuerst? Du fängst zuerst, würde ich sagen. Oh, unfair. Oh Mann, oh, Okay, dann, eins, wo verstecke ich zwei, mich jetzt, Freunde? drei. Oh Mann, ich glaube, ich gehe einfach mal nach oben und, oh, wo soll ich mich denn hier verstecken? Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich mich einfach ins Babybett lege? Das wird er doch gar nicht mitbekommen, oder was denkt ihr? So,
Und ich bin fertig, Lami. Ich komme, ich hab fertig gezählt. Na gut, wo bist du, kleine Emily? Das wüsstest du wohl gerne. Hier unten scheinst du nicht zu sein. Vielleicht hier oben? So, vielleicht auf diesem Kleiderschrank? Auch nicht, vielleicht im Bad? Habe ich dich doch. Doch nicht. Vielleicht bei Leo im Zimmer. Hey, wo steckst du? Gib mir mal einen Tipp, Emily. Ein Tipp? Hier ist es ziemlich gemütlich, muss ich sagen. Und gemütlich? So kuschelig, warm und so klein und so muckelig. Was ist das denn für ein Wort, muckelig? Hilft mir ja gar nicht weiter. Stopp mal, wo... Emily? Mann, du bist wirklich doof, dass du mich nicht direkt gefunden hast. Warum sollte ich denn in einem Babybett gucken? Kommst du darauf, dich da drin zu verstecken? Bist du etwa ein kleines Baby? Ach Quatsch, du legst dich doch auch immer da rein. Deswegen dachte ich, das ist eigentlich ein gutes Versteck. Na gut, Emily, du musst zählen. Okay, bist du bereit zu verlieren? Nein. 1, 2, 3, 4, 5. So, Lami, jetzt werde ich dich finden und du wirst auf keinen Fall gewinnen, das weiß ich jetzt schon mal. So, wo hast du dich versteckt, Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Vielleicht hey, stopp mal, hast du die Waffe dabei? Die Waffe? Warte mal, kam das etwa hier irgendwo her? Oh ja, die Waffe werde ich benutzen, um dich abzuschießen. Hey, stopp mal, das war aber nicht so geplant. Warte mal, du hast mir die Waffe doch in die Hand gedrückt. Aber du hast den Vorschlag abgelehnt. Deswegen ohne Waffen, ich habe doch keine Waffe dabei jetzt. Wo bist du denn? Oh. Hallo, Lami? Vielleicht hier? Vielleicht... Warte mal. Die Boxershorts kenne ich doch. Ich hab dich, Lami. Ich hab dich sogar gefangen. Nein. Oh Mann, ey. Ist ja gut. Du hast mich gefangen. Geh und versteck dich. Das war aber auch wirklich ein Kinderspiel, Lami. Weißt du was? Du bist dran. Was? Du bist total der Stinker. Stinkst total nach Pups. So, Freunde, ich weiß nämlich schon das perfekte Versteck, wo ich mich verstecken werde. Aber dafür muss ich ein bisschen hier rumklettern. Denn, Freunde, ich möchte mich auf dem Dach verstecken. Da wird mich Lami niemals finden. Und dann werde ich mich einfach da oben im Schornstein verstecken. Und dann hat er gar keine Chance mehr. Versteckt oder nicht, ich komme. Oh, ich glaube, er hat mich gehört. Ich muss mich jetzt ganz schnell im Schornstein verstecken, bevor er kommt und mich fängt. Und hopp und... Oh Gott, oh Gott! Na gut, dann wollen wir mal... warte mal. Was war das denn für ein Geräusch? Moment mal. Hey, Emily, du bist gerade auf dem Dach, oder? Sag mir nicht, die ist runtergefallen. Das kann doch gar nicht sein, aber das hat sich wirklich so angehört. Emily, wo bist du? Du liegst jetzt nicht auf dem Boden. Moment mal, da sind kleine Beinchen. Emily, nein, Emily, du bist vom Dach runtergefallen. Ich wusste es doch. Lami, mein Rücken tut so weh. Emily, ich hab dir doch gesagt, du hast nichts auf dem Dach verloren. Du bist doch mega schlecht im Jump and Run, das weißt du doch selber. Ich hab's fast geschafft, aber dann bin ich abgerutscht und mein Rücken, aua, Lami. Oh Mann, ey, du hörst dich an wie eine alte Oma. Ich muss Dr. Becker anrufen. Dr. Becker? Hab ich Dr. Becker gehört? Emily, was ist denn hier passiert? Dr. Becker, Emily, nein, ich rede für dich. Du redest wie eine alte Oma, das kann man sich nicht anhören. Emily ist vom Dach runtergefallen. Vom Dach runtergefallen? Emily, wie ist das denn passiert? Wir haben Versteckenfang gespielt und dann bin ich einfach abgerutscht. Hey, die redet ja wirklich wie eine alte Oma, Lami. Hey, alles okay mit dir? Oh Gott, nur ihr macht solchen Unsinn. Oh, ich weiß aber schon das Richtige. Ich habe meine Medizin dabei. Oh, ja bitte, mein Rücken tut total weh. Dr. Becker, du hast doch bestimmt die beste Medizin dabei, habe ich recht? Und wie du recht hast. Einmal so, ich muss mal ganz kurz meine Sachen hier platzieren. So, den Medizinkasten. Na gut, Emily, bist du bereit?
Ja, hoffentlich kannst du mich heilen, Dr. Becker. Das wird jetzt ganz kurz im Rücken knacken und... Ja, schon. Ich glaube, deinem Rücken sollte es besser gehen, oder? Aua, das tat wirklich weh, aber mein Rücken tut jetzt gar nicht mehr weh. Du hast wirklich meinen Rücken eingerenkt. Deine Beine sind immer noch verletzt. Hier ist ein goldener Apfel. Oh, vielen Dank, Dr. Becker. Du bist echt der Beste. Jetzt geht's mir auf jeden Fall viel, viel besser. Vielen Dank, Dr. Becker. Ich bin Dr. Becker, der beste Arzt in ganz Minecraft. Na gut, tschüss und nicht mehr verletzen. Tschüss. Bitte pass auf euch auf, Kinder. Vielen Dank. Oh Mann, Dr. Becker ist wirklich der beste Arzt. Oh ja, das stimmt. Der kann einen wirklich in nur ein paar Sekunden retten. Aber Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss. Tschüss. Hey Freunde, ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.